So, ich habe echt schlechte Laune, aber naja, ich muss das halt hier jetzt machen. Gut, zunächst, wir gehen erstmal, Ruhe da hinten, danke. Wir gehen jetzt erstmal die Anwesenheitsliste durch. Julia? Ja. Vivica? Ja. Luisa? Ja. Nils? Nicht anwesend? Mhm. Lina? Ja. Lorenz? Ja. Okay. Merle? Merle ist nicht da, nicht anwesend? Hat die letzte Mal auch schon. So, also wir haben heute folgendes Programm vor. Ich habe euch einen Dokumentarfilm mitgebracht und dieser handelt um Afghanistan. Luna, wo kommst du denn her? Ja, scheiß Frage, tut mir leid. Nicht in dieser Ausdrucksweise, das kann man mir auch anders sagen. Also ich möchte euch nochmal da deutlich darauf hinweisen, ich kann auch nochmal richtig sauer werden und die Leute in den Stillarbeitsraum schicken, ja? Also nun, ein bisschen Respekt könnt ihr nun schon vorzeigen. Das tue ich ja nun schließlich auch. Was ist das denn da hinten? Also Leute, noch einmal und dann muss ich wirklich sauer werden und euch rausschmeißen. So geht das nicht. So, nochmal zu unserem Programm. Also wir haben, wollen uns einen Dokumentarfilm angucken. Und ja, ich denke, wir schalten ihn jetzt einfach mal an. Und danach würde ich doch gerne von jedem einen Satz hören, was er zu diesem Dokumentarfilm denkt. Gut, wie wir ja jetzt auch schon in der letzten Woche beschlossen haben, werden wir ein Feedback-Gespräch durchführen. Ihr werdet mir eure Meinung sagen zu unserem Unterrichtsklima. Bitte, möchte jemand anfangen? Ja, Frau Wormuth, also ich finde, dass Sie manchmal ein bisschen zu streng mit uns sind und uns vielleicht auch ein bisschen einschüchtern und ich da auch gerade, wenn ich mich melde, ein bisschen Angst habe zum Teil. Also ich würde sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Da kommen wir, denke ich, nicht auf einen Nenner. Was ist denn hier? Ha? Also ich habe euch gesagt, ich möchte nochmal diese Stunde ein bisschen Respekt, ja? Und also, ein Handy? Ich möchte natürlich, das reicht! Ganz ehrlich, einer von euch kann jetzt in den Stillarbeitsraum gehen. So nicht, meine Freunde. Ich meine, ihr müsst hier nicht sitzen. Es ist eure Freizeit. Ihr könnt nach der 10. abbrechen. Also, bitte, möchtest du gehen, Julia? Deine Entscheidung. Nicht? Okay, also die letzte Chance, sonst reicht das mir, ja? Also ihr müsst hier einfach nicht sitzen und der Stillarbeitsraum ist frei. Ihr kriegt eine Aufgabe von mir, das kann euch dann auch vielleicht ein bisschen weiterhelfen im Leben. Nimmst du bitte weiter dran, Meldekette. Ja, also ich finde, Frau Wormuth, so wie das bei Vivica gemerkt hat, nehmen Sie gar nicht ernst. Und jeder von uns hat vielleicht mal schlechte Laune, aber wir sind schon oft, glaube ich, die Opfer ihrer schlechten Laune hier im Unterricht. Ich muss sagen, ich schließe mich der Meinung von Vivica Jonas an. Ich habe manchmal auch Schweißausbrüche, wenn Sie mich dran nehmen, weil ich einfach... Ja, okay, danke. Ich muss das leider jetzt hier abbrechen. Ich habe euren kritischen Blickwinkel, habe ich deutlich gespürt bekommen. Aber ich denke, diese Diskussion ist jetzt auch damit beendet. Und ja.